So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Samurai Warriors 4 2 Pledges of Honor, der Osaka Campaign. Ja, die letzte Map hier. Wir machen sie auf normal, ist ganz, ganz schwer. Und wie immer, viel Spaß mit den Cutscenes. ラカセンドの別動隊は間に合わなかったものの、家康は関ヶ原の決戦に勝利。徳川幕府を開く。徳川幕府は各大名を臣従させていったが、豊臣家だけは幕府に従わず、特別な存在であり続けた。そしてその歪みが戦国最後の乱を呼ぶ。 加藤清正ら豊臣に近い大名が死去すると、孤立した豊臣家は幕府に無断で牢人や兵糧を集め始める。この動きを見た家康はすぐさま豊臣討伐を決意。大軍をもって豊臣の居城大阪城を取り囲んだ。徳川軍に従った早川殿は悲しげに 大阪城を見つめた。あそこには彼女の家族がいる。だが早川殿はもう逃げなかった。家族との約束を守ることで乱世を越えられると信じて。 約束の将大阪の陣。 周りはみんな敵だらけ。このままじゃ雪村様は。何しよらしくなってんのよ。大丈夫、私がみんな絶対守るから。なんだろう、この安心感。さすが東国一の豪傑グマ。鍛え方が違うって。あのね、それを言うなら東国一の美女よ、美女。それに豪傑なのにグマってどういうこと。 細かいことは気にしない。頼りにしてますぜ、本当にね。雪村様、そしてこの子が今の私が守りたいもの。だから私はまた本気で行きますよ、姫様。カイ、この前は約束を破ってごめんなさい。でも もう私は迷わない。精一杯生きる。あなたとの約束を守るため、私はあなたと戦うわ。So, da gibt's mehr Auswahl. Okay, gut. Die stärksten, habe ich gesagt. Er ist stark. Na, der ist überhaupt nicht stark. Er ist auch scheiße. Er ist auch scheiße. Er wäre geil. Aber nicht für das jetzt, da, was ich da machen will. Er ist auch stark, aber den kennen wir ja auch schon. Ihn könnte man mal zeigen. Der ist auf 23. Und dafür nehmen wir nochmal Kratos mit, würde ich sagen, oder? Na, wir nehmen den mit. Damit man den nochmal. Ich weiß nicht, ob ich die Kampagne mit ihm schon abgeschlossen habe. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, aber wir nehmen ihn auf jeden Fall mit. これから戦だというのに、なぜそんなに悲しい目をしているのですか？関ヶ原の時に。 私は友を失った。そして今、同じことを繰り返そうとしている。弱き者に寄り添い、力を合わせることが義。私は昔、そう体現していた。だが、現実はどうだ？義などまやかし。弱き者を見捨て、私は生き延びようとしている。バカ野郎！俺たちは友を。 家族を撃つからこそ生きねばならん。
生きて太平を実現せねばならんのだ。そうでなくては奴らの死は無駄死にだ。貴様はそれでもいいのか。それに義はまやかしではありません。現に私は今とても心強いもの。それはきっと痛みを知るあなたたちがそばにいるから。私も私の大事な家族と対峙する覚悟を決めました。勝って終わりにするんだ。家族や友を撃たねばならぬ悲しき乱世、終わりにしよう全てを。Na, schauen wir nochmal. Vielleicht können wir da noch wen raufbringen. Ihm, okay. Ja, blaue Totems haben wir mal fast nicht gekriegt. Bestimmt. Das rote da oben geht auch nicht. Und da oben geht auch nichts. Okay, schauen wir mit ihm. Ja, gelb. Ah, mal, super toll, danke. Das kostet alles schon so viel, das ist unglaublich. Ansonsten, das war's auch schon, oder was? Unglaublich, okay. Moment, da will jemand was von mir. Okay. Achso, okay. Natürlich. Let the battle begin. Und so wie immer, die herrliche Map. So, dann gehen wir's an. Endlich mal wieder ein neuer Charakter da. Er ist zwar nicht stark, aber er kann was. So. Ja, ist jetzt die Frage, wohin ich muss. Mit ihm darauf, okay. Dann gehen wir mit ihm. Er ist so und so overpowered, der Typ. Extremst overpowered. Jo, jetzt muss ich wieder zurückgehen. Achso. Jetzt mache ich trotzdem den nochmal da kalt. Wenn's beliebt. Dankeschön. So, die wollen natürlich gleich meine Baracke da unten einnehmen. Bisschen verhindern können wir's, ja. So, dann lassen wir ihn einmal rübergehen. Ja, die sind komisch, diese Charaktere, deswegen spiele ich sie auch fast nicht. Mit seiner komischen, was weiß ich, was das ist. Aber wenigstens zwei Totems gibt er mal. So. Seine Ultimate kennen wir eh schon in- und auswendig, aber trotzdem, geht schon. So, und jetzt geht meine Batterie leer, das ist gut, genau in der letzten Quest hier. Und ein Pferd lasst er mal droppen. Na, das ist sehr nett. So. Das finde ich sehr nett. Nämlich von da sind wir gestartet. Und genau da. So, die normale Ultimate. Ist jetzt unser Barackenkapitän untergegangen. Warum auch immer. Wir sind von da unten gestartet. Aber mir ist wurscht. So, der Typ ist down. Das ist das Wichtigste. So, ganz kurz nochmal zurück. Ich möchte nur schauen, ob da jetzt der Miner rauskommt aus der Baracke. Bis jetzt noch nicht. Aber ich glaube jetzt. Ja, okay. Wir können Charakter-Switch machen. So. Ah, naja, du musst schon treffen, Mausibär. Danke. So, dann gehen wir gleich zum nächsten da. Jo, ich weiß. Ui, da oben sind ganz, ganz viele. So, Charakter-Switch. Die normale Ultimate mit unserem neuen Charakter. Keine Angst, der hat auch die eigene Geschichte, aber ich glaube, die habe ich noch gar nicht gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Sonst wäre er weitaus höher aufgelevelt, der Mausibär. So, wurscht. Charakter-Switch.
So, her damit. Dankeschön. So, der Typ rennt gerade rauf, das gefällt mir. So, und er sollte gleich darüber rennen. So, wir können die Super Ultimate gegen die Leute da einsetzen. So, geht schon, Gemma. Genau, das ist das mit dem Strahl am Boden. Wrup und Boots. Genau, das ist das. Ich habe keine Ahnung, wo er steht. Da oben steht er. Auf jeden Fall holen wir uns jetzt. So, wir tun ihn aufskillen, den Mausibär, damit wir nochmal die Ultimate gegen die zwei da einsetzen können. Oder zumindest gegen sie, nämlich sie ist ja sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark ist sie. So, im Gegensatz zu ihm, das hat man jetzt gesehen, drei Schläge. Bei ihr noch die Ultimate raushauen müssen, das ist unglaublich der Unterschied. Na, geht ja. Am Pferd, super toll. Dafür bin ich jetzt stehen geblieben, oder was? So, komm, beweg dich. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Na, ihr müsst nicht jetzt beide hinrennen. Du kannst zum Beispiel dann nochmal umdrehen und gegen den Typen da vorne kämpfen. Geht schon? Achso, du bist noch gar nicht aufgeladen. Okay, okay. Na, na, na. Aus. Na, das bringt sich nichts. Okay. Ich hoffe, dass er da automatisch rausgeht. Achso, der ist ziemlich weit weg, okay. Ich wollte ihn blind, wollte ich ihn jetzt da niedermachen. So. Okay, rechts rauf. Ja, ich gehe ja schon. So, du kämpfst da auch gegen irgendwen. Du brauchst unbedingt ein Level up oder was zum Essen. Ich hätte ihn nicht mitnehmen dürfen. Oh ja, es passt schon, um Gottes Willen. Herzfehler. Es passt schon. So, zeig an. Okay, gut. Ich habe keine Ahnung, warum er mir das jetzt so anzeigt. Du gehst jetzt mal auf die andere Seite, bitte. So, da haben wir mal die Baracke. So, die gehört mal uns, das ist schon mal gut. Er hat einen Totem fallen lassen, das finde ich auch sehr, sehr nett. Jetzt holen wir uns den Fahnenschwenker da, würde ich mal vorschlagen. Zacki, 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 zacki. Danke. Und jetzt gehen wir rein zu unserem Ziel. Zack, 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 zack. Die Kai ist da schon wieder, okay. Das finde ich sehr nett. Vielen Dank. So, ja, gib mir die nächsten Ziele. Danke. So, was auch immer du da oben machst, das kannst du auch schneller machen. Da ist der Barackentyp. Schade, dass der nicht da reingelaufen ist jetzt da noch. Danke fürs Item. So. Wir müssen runter. Du spielst dich da auch schon wieder, gell? Okay, der redet da schon. Beeilen wir uns. Bevor der da seine Mission da erfolgreich macht. Da ist er.
Ah, das ist schon wieder der. Das ist die Hure vom Dienst. Der kämpft auch für jeden, wirklich. Er kämpft für jeden. So, der Typ da unten braucht Hilfe. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Da haben wir zwei Totems vergessen. Gott sei Dank habe ich die noch eingesammelt. Gott sei Dank habe ich einen Charakter-Switch gemacht. Das nennt man auch Glück. So, Mausi-Bär. Ja, gegen die kann ich mir vorstellen, dass du ein bisschen Hilfe brauchst. Nämlich die ist ja ziemlich arg. So, das ein Schaß. Bup, 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 bup. Ja, ja. Nimm dir das Essen da. Und jetzt macht der Charakter. Macht er ein Level up wahrscheinlich. So. Ja, was habe ich nicht gesagt? Jetzt wo ich das Essen nehme, Alter. Okay, wurscht. So, wohin müssen wir? Ganz rauf, okay. Ganz rauf müssen wir. Dann machen wir das auch. Ah, der ist, obwohl er so hochgelevelt ist, ist er langsam. Er ist mehr auf Kraft geskillt, glaube ich, der Charakter. Was die da immer reden, jetzt kriege ich gleich das, wie heißt es, das neue Ziel. Das heißt, dann muss ich so und so wieder in die andere Richtung laufen. Ich hole mal jetzt trotzdem den Typen da oben. Mal wurscht. Ist die Baracke noch unseres? Wirklich? Respekt, muss ich sagen, Respekt. So, da kriegen wir schon, aber die sind gleich da drinnen, das ist gut. Das heißt, die können wir gleich mitnehmen. So, da ist Nummer 1. Da ist Nummer 2. Da haben wir den Typen, den wir vorher ausschalten hätten müssen. Auf gut Deutsch gesagt, Nummer 3. Auch wenn er unten nicht mitgezählt wird, trotzdem. So, da haben wir keine Baracke. Ja, aufskillen tust dich eh von allein, glaube ich. Das heißt, wir können ruhig einen Charakter-Switch machen und uns weiter kümmern da unten. So, das wäre eigentlich Nummer 3. Die Baracke gehört auch gleich uns. Den nehme ich gleich mit, wenn ich schon mal da bin. So, dann gehen wir weiter runter da. Da können wir uns ein bisschen spielen. Unsere KI rennt eh automatisch hin, wo wir hin müssen. Das taugt mir. So, jetzt. Beide sind drinnen. Beide werden jetzt da sterben. Und? Das war's. Essen und ein Pferd. Wahnsinn, toll. So, er ist schon dort. Sehr gut. Na, dann kommen wir mal da. Das ist der Sanada. Ah, verliert aber gut, verliert gut. Das hätte ich mir jetzt gar nicht gedacht, dass der so schnell runterkommt, aber passt. Gegen den Charakter, gar nicht mal so schlecht. Respekt. So, dann gehen wir zu Nummer 5. Der ist gleich da oben. Der Mausi-Bär, servus Christi. Warte, die Hüfte ein bisschen. Warte, jetzt kommt das Grüne da, aus meiner Stange da wahrscheinlich. Ich bin Harry Potter, so in der Art. So, und... die Kai noch, okay. Boah, 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 Alter, bitte. Jetzt auf mit dem Dreck da. Die ganze Zeit nur auf mich einzuschlagen da. So,
So, das war's eigentlich, oder? Können wir reingehen? Jetzt müssten da gleich die Tore aufgehen. Die Mausibären sind ziemlich stark hier drinnen, das sieht man. So wie immer. So, komm her da. Und ab geht's. Jetzt sind sie nicht mehr so stark, ha? Genau. So, dreifach Kill, das gefällt mir. Dreimal Totems, sehr gut. Jetzt wechseln wir ganz kurz die Position. Und geht schon, hau rein. Ah, da hinten war das Ziel, okay, ist wurscht. So. Dich nehme ich gleich mit. Da unten läuft er. Ich glaube, das Pferd wäre jetzt nicht schlecht. Das Pferd ist mal wirklich, Alter. So, du wirst nicht lange überleben, mein Pferd macht dich, Meier. So, der Typ ist gefallen. Du bist gleich da oben, okay. Ja genau, habe ich ja gesagt, der Typ ist gefallen. Danke, dass die Animation ein bisschen später kommt, aber es ist wurscht. Ist ja wurscht. Brot. So, du brauchst gar nicht weglaufen da. So, Linga Violiviosa. Ich wollte eigentlich eine Feder fliegen lassen, aber ist wurscht. So. So, du kleiner Mausibär da oben, ha? Jetzt komme ich noch zu dir und dann gehen wir zu deinem Chef, würde ich sagen, ha? Ach, schade, ich wollte die Skillpunkte noch mitnehmen. Aber wurscht. Aber er ist eh voll. Die Super Ultimate haben wir gleich raus da. Und macht einen Strich am Boden. Und lass ihn explodieren. Naja, geht so, lala. Wurscht. Machen wir die normale Ultimate gleich nach, mit beiden gleich. Und das war's mit dem Boss. Na, noch lebt er. Jetzt da. So, aber wir machen trotzdem noch Lingabi Oliviosa. Na, hat er ja auch nichts gebracht, aber ist wurscht. So, wir sind fertig. Victory, da fliegt das Konfetti. Fertig mit der Map, fertig mit der Geschichte. Wir schauen uns die Endcutscene an. So wie immer. 25, 35, der Typ rockt alles, was geht. Ein paar Totems haben wir gekriegt und viel Spaß mit der Cutscene. Kai? Kai? Toyotomi wa owatta. Demo, Hime-sama, chanto honki dashite kuremashita ne. Kai? よくできました。ありがとう、カイ。どこにいても私たちは家族よ。So, wie versprochen. Ja, welche Geschichte ich als nächstes mache, steht noch in den Sternen. Viel bleiben mir ja nicht mehr übrig.
Ich glaube, ich habe nur noch 3 Geschichten, dann sind wir fertig. Aber das war's jetzt einmal mit der Geschichte und auch mit dem Part. Das Outro lasse ich so wie immer. Und ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.